Sehr geehrte Damen und Herren, ganz herzlich willkommen zur Pressekonferenz zu unserem Themenheft Flucht und Vertreibung. Schön, dass Sie alle da sind und schön, dass Sie uns live zugeschaltet sind. Das Themenheft wird von der Landeszentrale für politische Bildungsarbeit herausgegeben, und zwar im Rahmen unserer Zeitschrift Einsichten und Perspektiven. Sie können Einsichten und Perspektiven im Abonnement beziehen, kostenlos in Bayern, und es steht natürlich auch online auf unserer Homepage. Außerdem finden Sie auf der Homepage auch ein Themenforum zu Flucht und Vertreibung. Ich darf Ihnen ganz kurz sagen, was Sie heute hier erwartet. Zum Ablauf: Die Abgeordnete des Bayerischen Landtags und Beauftragte der Bayerischen Staatsregierung für Aussiedler und Vertriebene, Frau Stiersdorfer, und der Direktor der Landeszentrale für politische Bildungsarbeit, Herr Grübel, werden kurz in das Projekt einführen, und dann wird die Redaktion, Frau Franz und Herr Dr. Lill, Ihnen nähere Informationen zu den Inhalten geben. Und dann haben Sie natürlich die Möglichkeit, Fragen zu stellen, sowohl hier im Raum als auch online. Dafür nutzen Sie bitte die Chatfunktion von YouTube. Vielen Dank, und Herr Grübel. Vielen Dank, Frau Weishaupt. Sehr geehrte Damen und Herren, hier im Presseclub in München und für Sie zu Hause an den Bildschirmen, herzlich willkommen im Namen der Bayerischen Landeszentrale für politische Bildungsarbeit. Ja, wir wollen Ihnen heute unser neues Themenheft Flucht und Vertreibung vorstellen, das in intensiver Arbeit in den letzten 1,5 Jahren in Zusammenarbeit mit dem Büro von der Frau Stiersdorfer erstellt wurde, und wir haben versucht, dieses Thema, ein schwieriges Thema, da sind wir uns alle einig, mit einem neuen Ansatz anzupacken. Ein Ansatz, der uns ganz wichtig war, und ich versuche Ihnen mal, bevor meine Stellvertreterin, die Frau Franz und der Herr Dr. Lill, Ihnen das im Detail erläutern werden, Ihnen diesen neuen Ansatz zu schildern. Zum einen haben wir versucht, mehrere Generationen von Vertriebenen zu Wort kommen zu lassen, nämlich die ursprünglich betroffene Generation, die Kindergeneration und dann auch die Enkelgeneration. Wir haben versucht, verschiedene Perspektiven darzustellen, nämlich die Flucht und die Vertreibung aus mehreren osteuropäischen Ländern, jeweils in einzelnen Artikeln, aber auch die Perspektive der damals aufnehmenden Gesellschaft zu Wort kommen zu lassen. Wir haben versucht, diese Frage, wer war Opfer und wer war Täter, neu zu beschreiben. Und wir sind der Meinung, dass Flucht und Vertreibung ein weltweites, ein leider muss man sagen, zeitloses Phänomen ist. Allein im letzten Jahr 2020 waren über 80 Millionen Menschen weltweit unterwegs, und wir haben nebenbei, darf ich Werbung machen für eins unserer neuesten Werke, die Sie bei uns in der Landeszentrale auch beziehen können. Ein hervorragendes Buch von Andreas Kossert, Flucht, eine Menschheitsgeschichte, in der der Professor Kossert eben darlegt, dass Flucht und Vertreibung ein Phänomen ist, das leider nicht auf das Ende des Zweiten Weltkriegs beschränkt war, sondern auch heute noch aktuell ist. Sie finden in dieser Publikation auch Infoboxen, wo wir versucht haben, Begrifflichkeiten, Zusammenhänge, die in den einzelnen Artikeln genannt werden, nochmal zu erläutern, sodass wir der festen Überzeugung sind, dass diese Publikation eine Lücke auf dem Publikationsmarkt deckt, eine Publikation, die momentan ihresgleichen sucht, und wir freuen uns, Ihnen das heute im Detail darlegen zu können. Wir freuen uns auch auf Ihre Fragen im Anschluss und sind gerne bereit, all das zu beantworten. Ja, dann darf ich abgeben an den Herrn Dr. Lill, beziehungsweise, Entschuldigung, Frau Stiersdorfer, an die Frau Stiersdorfer. Ja, ich sage jetzt einfach auch ein ganz herzliches Grüß Gott an Sie, die hier sind, an den Bildschirmen. Freue mich, dass wir zum Austausch kommen. Sehr geehrte Herr Grübel, Frau Franz, Herr Dr. Lill, ja, liebe Vertreterinnen und Vertreter der Medien, vergangenes Jahr haben sich die Flucht und Vertreibung der Deutschen nach dem Zweiten Weltkrieg zum 75. Mal gejährt. Damals mussten bis zu 14 Millionen Deutsche ihre Heimat in den damaligen Ostgebieten im Sudetenland und im östlichen Europa verlassen. Dieses Ereignis stellt eine der größten unfreiwilligen Völkerwanderungen der Geschichte dar. Haben Sie etwas von diesem traurigen und auch für die Geschichte Bayerns wichtigen Jubiläum mitbekommen?
Es dürfte nicht allzu viel gewesen sein. Denn das letzte Jahr war noch mehr als dieses Jahr vollkommen von der Corona-Krise überschattet. Dieses Thema hat nicht nur die Nachrichten bestimmt, nein, das Virus hat auch Veranstaltungen aller Art nahezu unmöglich gemacht. So war es auch nicht möglich, den Jahrestag von Flucht und Vertreibung so zu würdigen, wie es angebracht gewesen wäre. Wir hatten viel vor, konnten wir aber leider nicht umsetzen. Statt die Berichte von Zeitzeugen zu hören, ging es darum, eben sich vor Corona zu schützen. Als Beauftragte für Aussiedler und Vertriebene ist es mir sehr wichtig, dass wir uns an Flucht und Vertreibung erinnern, dass dieses Thema im gemeinsamen Gedächtnis unserer Bevölkerung erhalten bleibt. Es hat uns alle geprägt und prägt uns noch immer. Schließlich stammt jeder vierte Bayer aus einer Familie mit Wurzeln im östlichen Europa. Und Erlebnisse und Erinnerungen während Flucht und Vertreibung haben oft Einfluss auf das Leben der Kinder und Enkel. Das Thema ist somit weiterhin aktuell. Und wie Herr Grübel zu Recht gesagt hat, ist Fluchtvertreibung ein Thema, das uns genauso jetzt bewegt und viele Menschen davon betroffen sind. Aus diesem Grund, und da freue ich mich ganz besonders, dass das so gut geklappt hat, geben die Landeszentrale für politische Bildung und ich gemeinsam ein Sonderheft der Reihe Einsichten und Perspektiven zu diesem Thema heraus. Dafür haben wir bekannte und renommierte Wissenschaftler gewonnen, die Flucht und Vertreibung vor 75 Jahren in allen Facetten und aus verschiedensten Blickwinkeln beleuchten. Das Heft vermittelt Grundlagenwissen und Hintergründe und ist bewusst auch von einer großen Meinungsvielfalt unter den Autoren geprägt, denn es soll zur Debatte anregen. Natürlich gibt es genug Fachliteratur zum Thema, also wenn man sich dann damit näher beschäftigt. Es gibt auch Autoren, die sich literarisch oder in Erinnerungsbüchern damit befassen. Allerdings erreichen sie mit der meisten nur Menschen, die ohnehin dafür offen sind. Das Anliegen unseres Heftes ist es, diese Grenze zu überschreiten. Wir möchten auch andere Leute und gerade die jüngere Generation unter ihnen für dieses Thema interessieren und sie über etwas informieren, was ihnen meist gar nicht bewusst ist. Dabei bewegen sich die einzelnen Beiträge im Heft zwischen Zeit und Raum, Flucht und Vertreibung, sind in verschiedenen Regionen zum Teil sehr unterschiedlich verlaufen. Deshalb unterscheiden wir in der Darstellung zwischen den damaligen deutschen Ostgebieten, dem Sudetenland und dem Schicksal der Deutschen im südöstlichen Europa. Und wir nähern uns der Vorgeschichte der Vertreibung ihren Vorläufern Anfang des 20. Jahrhunderts und befassen uns mit ihren Folgen bei der Eingliederung in Bayern. Ich denke, dass dieses Heft einen guten Überblick gibt. Es soll aber auch Mut machen, noch tiefer in dieses Thema einzusteigen und sich vielleicht auch die Frage zu stellen: Betrifft mich das nicht auch persönlich? Das Heft soll zum Nachdenken anregen und zum Gespräch. Wenn wir das damit erreichen, hat es sich auf jeden Fall gelohnt. Ich danke der Landeszentrale sehr, dass sie dieses bundesweit, und ich mag sagen bundesweit, einzigartige Projekt möglich gemacht und betreut haben. 1,5 Jahre haben wir gemeinsam an diesem Projekt gearbeitet mit vielen, vielen Akteuren, die sich eben hier eingebracht haben. Ich denke, und das hat mich auch sehr bewegt, wir haben auch in dem Heft Generationen 2, Enkelkinder von als Erwachsenen Geflüchteten bzw. Kinder von als Kindern Geflüchteten. Auch das ist sehr interessant, wie sie das praktisch immer wieder auf die Familien oder welche Rückschlüsse es dann auf die Kinder- und Enkelgeneration, welchen Einfluss das letztendlich hat. Ja, ich freue mich jetzt mit Ihnen gemeinsam, dass wir dieses Projekt mit Ihnen starten und freue mich auf Ihre Eindrücke und auf Ihre Fragen. Herzlichen Dank. Werte Damen und Herren, die Frau Stiersdorfer und Herr Grübel haben jetzt die Eckpflöcke schon eingeschlagen. Wir wollen nun von der
Redaktion aus noch einige vertiefende Informationen geben und dort anknüpfen. Sie haben es bereits gesagt, das Thema Flucht und Vertreibung der Deutschen im und nach dem Zweiten Weltkrieg ist ein schwieriges und komplexes Thema, über das seit den Ereignissen ein breiter politischer wie wissenschaftlicher Diskurs geführt wurde. Warum also jetzt eine weitere Publikation? Wir haben die Situation, wie auch bei anderen zeitgeschichtlichen Fragen, dass das Thema, das eine Reihe von Jahrzehnten sehr präsent war in der Öffentlichkeit der Bundesrepublik und in der Auseinandersetzung mit den weiteren betroffenen Staaten war, nun zu Beginn der dritten Dekade des 21. Jahrhunderts auf deutlich weniger und auch verändertes Interesse trifft. Das hängt auf der einen Seite damit zusammen, dass sich die Fragen der Grenzen nicht mehr stellt und dass aus ehemaligen Feinden weitgehend Partner geworden sind, aber vor allem auch damit, dass wir gerade sukzessive Abschied von der Erlebnisgeneration nehmen. Auch diejenigen Menschen, die als Kinder von der Vertreibung betroffen waren, leben ja zu einem großen Teil nicht mehr. Die Enkelgeneration, ist schon angesprochen worden, setzt sich zum Teil und zum Teil auch sehr intensiv und auch länderübergreifend damit auseinander. Viele tun das in dieser Generation aber auch schon nicht mehr. Und für die Urenkelgeneration ist es ein historisches Geschehen, das schon sehr weit weg liegt. Nach unseren Probebohrungen können viele aus dieser Generation kaum mehr etwas mit dem Thema anfangen und wissen zum Teil gar nichts mehr davon, dass ihre Urgroßeltern aus Insterburg oder Asch kamen. Wir haben im Vorfeld und Umfeld des Projekts aber jetzt festgestellt, dass das Nichtwissen oder das Desinteresse an diesem Thema häufig nur eine oberste Schicht darstellt. Viele Angehörige der dritten und vierten Generation sagen oft zunächst, sie wüssten so gut wie nichts. Bei weiteren Gesprächen wird aber häufig deutlich, dass es hier schon Interesse gibt, wo kommt meine Familie her, was ist genau passiert, wie hängt es mit der NS-Geschichte zusammen und so weiter. Diese intergenerationellen Auseinandersetzungen sind sehr interessant, zumal sich ja verschiedene Erlebniskreise in den Familien jetzt ja auch mischen, weil ja vielleicht nur ein Urgroßelternteil von diesem Schicksal betroffen ist. Und hier sehen wir in der politischen Bildung eine wichtige und auch wirklich sehr interessante Aufgabe, die für unsere Erinnerungskultur wichtig ist. Das Thema Flucht und Vertreibung steht unablösbar im Kontext des Zweiten Weltkrieges. Ohne das NS-Regime und seine brutalen Verbrechen, die Entfesselung eines Angriffskriegs und die Ermordung der europäischen Juden im Holocaust, wäre es nicht zu dieser Katastrophe gekommen. Das muss a priori ganz klar sein. Nichtsdestotrotz geht es hier um Schicksale, die gerade durch die heutigen dramatischen Flüchtlingsbewegungen rein phänotypisch, also wir sehen wieder Bilder von Trecks, von diesen typischen Wägen, auf denen das Nötigste befördert wird, sie kommen so wieder ins Bewusstsein und Flucht und Vertreibung der Deutschen aus den ehemaligen Ostgebieten wird so als Thema in den heutigen Migrationskontexten wieder an die Oberfläche befördert. Man muss und kann daher durch eine anders akzentuierte Kontextualisierung durchaus neue Blickwinkel zu diesem Teil der Geschichte einnehmen. Häufig werden also durch diese ähnliche Bildträchtigkeit dabei automatisch die Ereignisse von damals und heute einfach parallelisiert, obwohl dies aufgrund ganz anderer Rahmenbedingungen problematisch ist. Das sind unsere Vorüberlegungen, die wir aus Sicht der politischen Bildung zur Grundlage des Themenhefts gemacht haben. Und dieses Projekt folgt, daher ist schon genannt worden von Herrn Grübel, drei Prinzipien, nämlich erstens die multiperspektivische Darstellungsweise. Bei einem solchen Thema liegt auf der Hand, dass es verschiedene Blickwinkel der Interpretation, der Darstellung, der Gewichtung bestimmter Umstände gibt. Daher haben wir für das vorliegende Heft, das ist auch schon angeklungen, viele einschlägige Forschungsinstitutionen mit einbezogen. Ich darf jetzt mit einem leider kaum lesbaren Blick auf das Inhaltsverzeichnis einige Beispiele nennen. Das Institut für Zeitgeschichte hat mit einem wirklich hervorragenden Beitrag von Herrn Professor Michael Schwarz mitgewirkt. Das Collegium Carolinum mit Herrn Professor Martin Schulze-Wessel. Das Bukowina-Institut an der Uni Augsburg mit Frau Professor Röger, das Institut für Deutsche Kultur und Geschichte Südosteuropas mit Herrn Privatdozent Dr. Tobias Weger, die Uni Regensburg
mit Herrn Professor Brunnbauer und namhafte Publizisten wie Dr. Helga Hirsch und Thomas Urban und viele mehr haben da mitgewirkt. Hier ist ein Spektrum versammelt, das ganz verschiedene Facetten hat und wo jede Leserin und jeder Leser sich wirklich ein eigenes Bild machen kann. Zum Inhalt nicht viel, nur ganz kurz. Der ist so aufgebaut, dass zunächst die Ereignisgeschichte nach den Räumen der Vertreibung dargestellt wird, kombiniert mit Fakten, um das auch viele Dinge, die heute nicht mehr so im Bewusstsein sind, einfach grundlegend zu erklären und auch Karten. Dann diskutieren wir den Umgang mit dieser Geschichte, auch eben länderübergreifend, was ein wichtiger Aspekt ist. Und diese Stränge werden von Überblicksbeiträgen und Essays sowie eben den schon genannten Generationsschlaglichtern umrahmt. Der zweite Ansatz unserer Philosophie sind eben die bereits schon genannten Mehrgenerationen-Interviews. Wir wollen hier anstreben, mittelfristig so eine Art intergenerationellen Austausch anzustreben mit einem Veranstaltungsprogramm im nächsten Jahr, also mit Veranstaltungen, Workshops. Vielleicht können wir neue Quellen bergen. Ich glaube, auf dem Dach geschossen liegt da noch einiges. Und natürlich diese Interviews weiterführen, weil da passiert unheimlich viel, wenn die Leute miteinander sprechen. Das dritte Prinzip ist eben kontextualisieren, nicht vergleichen. Also es ist eben festzustellen, vielfach war das zum Teil so lesbar, dass die Parallelisierung von den historischen Ereignissen der Vertreibung der Deutschen aus den ehemaligen Ostgebieten mit heutigen Migrationsereignissen doch schwierig ist, obwohl die Bilder zum Teil recht ähnlich aussehen. Es gibt doch viele Unterschiede in der Vorgeschichte, in den Fluchtgeschichten, in dem kulturellen Umfeld der Betroffenen und der aufnehmenden Gesellschaft. Dazu hat Herr Grübel ja auch schon auf unsere flankierende Publikation von Andreas Kossert verwiesen, der eben nicht nur den Blick auf die Deutschen richtet und dieses Vertreibungsereignis, sondern auch heutiges Migrationsgeschehen. Insofern ist das Projekt eine gute Bestandsaufnahme, aber eben das Fundament für eine weitergehende Auseinandersetzung, die wir jetzt führen wollen. Und noch ein letzter Punkt, wenn Sie das Heft durchblättern, wird Ihnen auffallen, dass häufig bei den Aufmachern von der Artikel ein negatives Bild zu sehen ist, also nicht normal abgebildet als positiv, sondern negativ. Das ist sozusagen unser künstlerischer Kniff, um auszudrücken, dass es uns um Reflexion geht, um erinnerungskulturelle Standpunkte. Und wenn man etwas ins Negative setzt, heißt es ja, man nimmt Distanz zu diesem Gegenstand auf, aber man sieht ihn auch genauer an, man durchleuchtet ihn wie bei einem Röntgenbild. Und wenn wir zu so einer reflektiven Haltung anregen, ist die Mission mit diesem Themenheft zunächst mal erfüllt. Dankeschön, jetzt würde ich an Herrn Dr. Lill abgeben. Ich möchte noch kurz ergänzen zu dem, was Frau Franz auch beschrieben hat, dass es natürlich auch bei diesem Heft darum geht, bei der jungen Generation Interesse zu wecken. Also es ist ja so, dass, sage ich einmal, die Kriegsenkelgeneration auch noch durch die Erzählungen der Eltern, auch durch den Schulunterricht noch mit dem Thema stärker in Berührung gekommen ist, während die ganz junge Generation ja sehr, sehr wenige Berührungspunkte hat, wenn eben nicht die Großeltern oder die Urgroßeltern davon erzählen. Und gleichzeitig handelt es sich ja bei den Gebieten, aus denen Deutsche vertrieben wurden bzw. ausgesiedelt sind, um einen Raum, der seit 30 Jahren, seit der Wende 1989-90 im Grunde sehr gut zugänglich ist. Diese ganzen Länder sind ja größtenteils mittlerweile auch der Europäischen Union beigetreten. Trotzdem ist das Interesse und die Neigung, dorthin zu fahren, Urlaub zu machen, auch den Schüleraustausch einzugehen, deutlich geringer als in den Ländern Westeuropas. Also auch der Begriff des Ostblocks kommt immer noch vor, obwohl er eigentlich seit 30 Jahren Geschichte ist. Und das Heft soll natürlich auch zeigen, wie stark die deutsche Geschichte gerade mit diesem Raum zusammenhängt, über den wir, obwohl er so nah ist, so wenig wissen. Dankeschön. Ganz herzlichen Dank. Sie haben jetzt die Möglichkeit, Fragen zu stellen. Sie können online die Chatfunktion nutzen und Sie im Raum können sich gerne einfach melden. Gibt es Fragen? Bitte schön. Ich könnte mal das Fass zurück. Ich bin schon in der sowjetischen deutschen Zeit.
Beratung her die Frage, ist geplant eine Übersetzung in Tschechisch oder Polnisch oder Russisch? Nein. Auf unserer Seite ist es nicht geplant. Da wäre der Aufwand zu groß. Ich verstehe Ihr Ansinnen. Es wäre wünschenswert, aber das ist von der Landeszentrale so nicht zu leisten. Fragen? Nein? Dann haben Sie natürlich die Möglichkeit, auch Interviews zu führen, wenn Sie möchten. Und ich glaube, wir beenden dann hier den Livestream. Und ich bedanke mich ganz herzlich fürs Kommen und für Ihre Aufmerksamkeit. Und natürlich ganz herzlichen Dank an Sie. Wiederschauen.